Also ich muss, wenn ich Kinder hätte, würde ich das nicht so gut. Also, Sie haben eine Tendenz beschrieben, wenn Jesus gesagt hat, die auch vor unserer Zeit eigentlich vorher gesagt hat. Wenn Jesus hier sagt, also von seinen Jüngern gefragt wurde, als Jesus ihn weggehen ist und sich aus der Tempel begab, dann sagten die Jünger zu ihm, was, wann wird das sein? Als er auf dem Ölberg saß, hat die Jünger allein zu ihm gesprochen. Sagt uns, wann werden diese Dinge geschehen und wie wird das Zeichen, und was wird das Zeichen dann gewesen sein und das Abschluss des Systems der Dinge sein? Mhm. Jesus gab ihnen zur Antwort, seht zu, dass euch niemand irreführt, denn viele werden aufgrund meines Namens kommen und sagen, ich bin der Christus, werden viele irreführen. Das sind dann solche Typen, wie sie beschrieben haben, die eben so selber. Ja, und ihr werdet von Kriegen und Kriegsbrüchen hören, seht zu, dass ihr nicht erschreckt, und diese Dinge müssen geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Nicht, dass das Gott verordnet hat, in dem Sinne müssen, sondern das wusste Gott, und das wird erst geschehen müssen, geht das eigentlich kommen. Sozusagen die Zeichen sozusagen, dass die Welt eigentlich Bewegung ist. Und je mehr negativ das auf unserer Seite ist, und das ist ja eine Gegenreaktion eigentlich, also auf das, was kommt oder so, oder was auf der anderen Seite passiert. Dann wird es unter denen, die behaupten, Christi Nachfolger zu sein, auch ein Mord und Wirtschaft geben. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und viele irreführen. Und wegen der zunehmenden Gesetzlosigkeit, das ist, was Sie beschrieben haben. Ja, nein, unsere Generation, das ist doch schon erlebt, die Bürokratie auf manchen Seiten. Also, ich habe es gemerkt, wo ich davor auch so war, bevor ich mein Einblick gemacht habe. Das war ja, also, das ist ja durch die Hartz-IV-Reform an sich, ist das alles so bürokratisch erkaltet. Der Mensch wird nur als Kunde bezeichnet, anstatt als Mensch. Wird dann so abgehandelt und degradiert, so als er muss unbedingt funktionieren. So. Ja. Und wenn er funktioniert, hat er Recht gehabt. Und dann kann er an dieser Überflussgesellschaft